Guten Morgen bzw. guten Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich euch hier jetzt absetzen soll. Ich sitze im Auto, ich bin jetzt auf dem Weg zum Arzt. Mir geht es so schlecht. Ich habe euch ja schon erzählt, dass mein Handgelenk so wehgetan hat, schon seit 6 oder 8 Wochen. Es hat wehgetan, ich habe keinen Sport gemacht, ich hatte eine Bandage um. Voltaren, Tabletten, Voltaren-Creme, dann ging es eigentlich auch wieder weg. Dann kam es wieder und hat sich bis hier in meinen Oberarm gezogen, so ganz merkwürdig. War ich wieder nicht beim Arzt, also meine Mutter würde sagen, bist selber schuld. ja, auf jeden Fall seit gestern, ich hatte solche Schmerzen, ich habe so geweint vor Schmerzen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass sich das auch bis in meine Beine zieht. Also ich kann gar nichts, ohne dass ich anfange zu heulen vor Schmerz. Jacke anziehen, geht gar nicht. Hose hochziehen am Handgelenk, zieht wie Hölle. Das habe ich heute Morgen da angerufen. Die haben gesagt, ich kann heute sofort kommen. Ich habe die Kinder heute Morgen alle fertig gemacht, Lamia zum Bus gebracht, Carlos zum Kindergarten gefahren. Und das war die Hölle. Das Anschnallen hat so wehgetan. Normalerweise dürfte ich, glaube ich, auch gar nicht wirklich mit so einem armen Auto fahren. Aber ich muss da jetzt irgendwie da hinkommen. Dominik ist ja arbeiten und ja, ich fahre jetzt dahin und bin mal gespannt, was der sagt. Einige von euch hatten schon gesagt, könnte ein Karpaltunnelsyndrom sein. Denke ich fast auch. Ich habe ein bisschen geguckt und die Symptome stimmen eigentlich bis auf, wie gesagt, dass das bis zum Oberarm zieht und jetzt sogar in den Beinen. Also ich humpel wie eine 120-Jährige. Wir haben jetzt 10:30, ich habe um 10:45 den Termin. Ich fahre jetzt extra was früher, weil ich auch so langsam bin. genau, das ist so jetzt der Plan für heute Vormittag. Ich habe auch mal ein neues Stativ. Das ist mega geil. Jetzt merke ich aber nur gerade, dass ich das gar nicht hier am Auto ablegen kann, weil das dann doch ein bisschen zu groß ist fürs Auto. Aber so fürs Vloggen ist es mega. Ich kann es weit genug weghalten. Es ist groß. Ich kann es irgendwo, also ich kann es jetzt hier hinstellen. Und ich kann trotzdem vernünftig vloggen. Das andere, wenn ich es hier auf diese Ablage stellen würde, wären wir da unten. Also so. Ne? Und deswegen habe ich auch immer so einen komischen Winkel bei mir. Und das ist jetzt hier alles ganz normal. Freut mich total. Lustige Geschichte kurz dazu. Amazon hat es gebracht und hat das irgendwo hingepackt. Und ich habe schon gedacht, warum kommt das nicht an? Das sollte schon Montag ankommen. Und habe dann halt geguckt unter Bestellungen. Und dann steht, wurde ausgeliefert. Mit einem Bild sogar, also dass es abgelegt hätten wohl. Und ich gucke so und ich so, hä, wo ist das denn, ne? Und habe den Dominik gefragt, der war aber vor Arbeit, konnte mir nicht antworten. Da habe ich sogar die Nachbarn gefragt. Hört mal, hier wurde ein Paket abgegeben. Ist das irgendwo bei euch oder kennt jemand diese Ecke? Und alle so, nö, kennt man nicht. Und ich wusste jetzt gar nicht, wo das ist. Und dann kam meine Nachbarin rüber und hatte das Paket in der Hand. Es ist so peinlich. Das wurde direkt neben unsere Tür abgelegt. Also das war bei uns unser Eingang. Aber der hat das so fotografiert, dass ich das einfach gar nicht erkannt habe. Weil für mich sah das von oben aus, als wenn auf diesem Holztisch, erstens sah es aus wie ein Holztisch und nicht wie eine Kiste. Und zweitens sah das aus wie ein Blumentopf mit Erde drin. Dabei ist es aber so ein rostiges Dekoteil, wo man halt eine Kerze reinmacht. Und das sah von oben ganz anders aus. Aber die Nachbarin hat halt den Busch erkannt. Den Lorbeerstrauch oder was das da ist. Den hat die halt erkannt. Ich denke mal, wenn ich rausgegangen wäre, ich wollte eigentlich auch dann rausgehen, um das Paket zu suchen, hätte ich das wahrscheinlich dann auch entdeckt, dass das unser Busch ist. Ja, sehr lustig. War mir super peinlich auch. Aber naja, jetzt ist der Stativ auf jeden Fall da. Und ja, ich fahre jetzt los. Und ich muss, ihr Arm ist komplett kaputt. Ich sag's euch. Thank you.
bin jetzt wieder zu Hause. Oh, ich habe jetzt auf die Stelle nur noch eine Graupensuppendose aufgemacht zum Essen. Ja, mir ist auch zu Hause. Die Joanna hat ihr die Tür aufgemacht. Jetzt auch schon ein bisschen was gegessen. Butterbrot schon mal fürs Erste. Und ja, der Arzt war etwas verwirrt, konnte mir da auch nicht so wirklich weiterhelfen. Die haben ein bisschen Blut abgenommen, um die Entzündungswerte zu checken. Die sind aber nur minimal erhöht. Und der hat gesagt, das ist eigentlich kein Grund zur Besorgnis. Also so minimal, hat der gesagt, das ist irrelevant. Hat mir aber trotzdem einmal Schmerztabletten mitgegeben, etwas stärkere. Und die werde ich dann jetzt erstmal nehmen, dreimal am Tag. Hat mir aber direkt eine Überweisung gegeben zum Orthopäden. Der soll das sich nochmal angucken, weil er sagt, das ist ungewöhnlich. Es sind alles Sehnenschmerzen, definitiv. Also meine Sehnen an den Beinen tun weh. Es ist auch kein Karpaltunnelsyndrom. Sonst würde ich auch so eine Taubheit fühlen. Fühle ich aber gar nicht, für nur Schmerz, wirklich. Hier oben, hat er gesagt, ist auch ziemlich verhärtet, was hier auf der Seite nicht ist. Und wie gesagt, ich soll jetzt einen Termin beim Orthopäden machen und das da nochmal durchchecken lassen. Der wird mir wahrscheinlich weiterhelfen können. Jetzt habe ich erstmal, wie gesagt, schon mal Schmerzmittel gekriegt. Ich hoffe, dass wenigstens ja, mich ein bisschen besser bewegen kann. Und ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ansonsten bin ich nochmal kurz zu Rossmann drüber gesprungen, reingesprungen, weil ich direkt da geparkt hatte. Das ist direkt neben dem Arzt. Habe ich einmal große Wattepads mitgenommen. Dann wollte ich einmal versuchen, Menstruationstassen. Meine Freundin benutzt sie und sagt, die sind wohl richtig, richtig gut. Bin mal gespannt, ob ich damit zurechtkomme. Dann hatten sie im Angebot WC Frisch Kraft Aktiv Minze Eukalyptus. Den Geruch hatte ich noch nie. Bin mal gespannt. Riecht aber auf jeden Fall schon mal sehr angenehm. Und dann habe ich einmal braune Mascara mitgenommen von Alterra. Ist ja nun mal, im Moment ist das so voll der Hype, braune Mascara. Eigentlich wollte ich die, ist das von Max Factor, diese dünne Teleskopmascara, die war aber komplett ausverkauft im Braun. Und eine Lippenkombi, die ich auch auf Insta gesehen habe, bei einer, der ich folge. Und das sah, oh, das sah so schön aus bei der. Und zwar einmal diese Farbe hier als Lip Liner. Das ist von Manhattan, die Nummer 59Y Love Rosie. In der Kombi mit dem Asam Beauty Lippenstift. Ich habe noch nichts wirklich, also ich habe gar nichts von Asam Beauty. Ich hatte mal dieses Mousse, aber damit kam ich gar nicht zurecht. Ich habe davon Unreinheiten gekriegt. Und zwar habe ich jetzt so einen Lippenstift, Lovely Melon heißt der. Und die Kombi soll wohl richtig schön sein. Also bei ihr sah das sehr gut aus. Und die ist so ein ähnlicher Typ von... Kommt da überhaupt was raus? Ja, sehr, sehr leicht, das Rosa. Sieht schon hübsch aus. Mal gucken. So, also ganz dezent. Soll wohl richtig schön aussehen mit so einem cremigen Lipgloss. Habe ich genug von, werde ich mal austesten, die Kombi. Aber ich glaube, das hat die gar nicht damit benutzt gehabt, weil das ist doch viel zu dunkel eigentlich. Lovely Rose. Muss ich nochmal gucken. Ich hatte mir extra einen Screenshot gemacht. Lovely Melon. Nee, das war das nicht. Ach nee, Manhattan Lasting Perfection Lovely Rosy mit dem Lippenstift von Huda Beauty Buttercup. Ich habe von NYX Buttercup, eventuell passt diese Kombi. Ansonsten gucke ich mir mal irgendwann den von Huda Beauty mal an, wie der ist von der Farbe. Ja, und das war's auch schon. Jetzt werde ich die Suppe essen, eine Tablette nehmen, mich ein bisschen hinlegen. Lami, hast du Hausaufgaben auf, Schatz? Oh ja. Ja, okay. Hausaufgaben machen und dann werde ich den Carlos heute etwas später abholen als sonst, weil wie gesagt, oh, tut einfach nur alles weh. Echt übel, ey. So, direkt eine Tablette reinballern, ey. Oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt mache ich gleich dann heute Nachmittag auch direkt einen Termin beim Orthopäden. Lustigerweise habe ich einen Termin für den Carlos am Freitag für den Orthopäden, weil mir aufgefallen ist, dass der sehr mit den Füßen nach innen läuft. Und das wollten wir mal checken lassen. Und selbst der Termin hat jetzt 5 Wochen gedauert. Und da ist die Joanna. Die hat heute kein Praktikum. So, und jetzt versuche ich die Kamera mit einer Hand auszumachen. Soll ich sie ausmachen? Ah, geht schon. So.
So, ihr Lieben, ich habe den Carlos vom Kindergarten abgeholt. Dann sind die mit dem Fahrrad zur Oma gefahren, sind auch gut angekommen. Die wohnen ja direkt neben uns, also das ist ja kein weiter Weg. Aber trotzdem bin ich natürlich immer sicher, dass die Kinder da gut ankommen. Alles nice, der Cousin ist auch dort. Das heißt, die spielen da so ein bisschen jetzt, dann habe ich ein bisschen Ruhe. Die Schmerztabletten wirken ganz gut, aber ich merke immer noch, also das ist nicht so, dass die Schmerztabletten jetzt so reinballern, dass ich direkt den, also... Oder es ist einfach, weil ich halt einfach Angst habe und so eine Schonhaltung jetzt, das hatte ich ja bei meiner Schulter auch, so eine Schonhaltung mir angewöhnt habe. Aber es ist auf jeden Fall besser so, dass ich nicht, wenn ich meine Jacke anziehe, mir die Tränen in die Augen schießen vor Schmerz. Der Carlos, der hat sich auch richtig Sorgen gemacht, hat im Kindergarten gesagt, Mama, du gehst jetzt bitte sofort zum Arzt, ja? Und ich gehe auch ganz brav in den Kindergarten. Ich so, ja, ich gehe jetzt auch direkt zum Arzt. Und ich habe jetzt nochmal so ein bisschen gegoogelt. Und es ist auf jeden Fall... Sehnen, die sich einfach entzündet haben, verschiedene. Und auch, es kann eigentlich nur vom Sport kommen. Ich soll, also laut Internet, soll ich jetzt 6 bis 8 Wochen Pause machen. Mache jetzt noch, der Dominik hat noch einen Termin mit dem Orthopäden. Hat er gesagt, wir gucken mal, wann der ist, weil es ist ja super schwierig, Termine zu kriegen. Ich mache es ja jetzt auch nur noch online, alles. Aber vielleicht kann ich den Termin dann vom Dominik übernehmen, weil der hat gar keine Beschwerden mehr. Und ja, lass mich da aber auf jeden Fall nochmal durchchecken. Und werde aber mal gucken, dass ich auf jeden Fall, wenn ich wieder kann, einmal die Woche zum Yoga gehe, definitiv. Und dann wieder anstatt ins Fitnessstudio eventuell zu Elena wieder gehen, in den Keller, abends dann, weil, ja, die achtet einfach auch wirklich darauf, die Haltung und so weiter und so fort, ne? Und ich habe da jetzt echt, ich habe den Papp auf, bin schon überlegen, mich vom Fitnessstudio dann abzumelden, ja, Sport ist Mord, ne? Sagst euch, obwohl das ja eigentlich nicht ist. Also der Arzt hat gesagt, nein, sie machen bitte weiter Sport. Das ist wichtig, dass sie fit bleiben und so weiter. Aber eventuell nicht mehr so viel Kraftsport, sondern auch ein bisschen mehr halt, ne? Elastizität, eventuell wirklich weniger Gewicht und dafür dann mehr Wiederholungen. Muss ich mal gucken, muss ich mit der Elena mal durchsprechen. Auf jeden Fall, Yoga steht definitiv auf dem Plan. Und jetzt mache ich dem Dominik was zu essen. Der kommt jetzt gleich. Ich habe bei Aldi, ist das bei Aldi? Genau, bei Action gibt es einen, aber die sollen wohl extrem stinken. Jetzt habe ich hier von Aldi, soll auch ganz gut sein. Ich konsumiere gerade extrem viel Content auf Insta, merke ich gerade. Ich lasse mich ja von jedem influenzen. Bei Aldi gibt es eine dauerhafte Backfolie, wiederverwendbar. Beidseitige Antihaftbeschichtung ohne Einfetten einfach anzuwenden für... bis zu 260 Grad geeignet. Ja, werde ich ja jetzt benutzen. Sparen wir uns das Backpulver. Jetzt ärgert mich das, dass ich nicht 2 direkt gekauft habe. Wäre irgendwie besser gewesen, weil ich habe auch 2 Backbleche. Naja, egal. Werde ich jetzt gleich in den Backofen schieben. Dann kriegt der Dominik jetzt gleich was zu essen. Heute gibt es dann für den nur Baguettes von Dr. Oetker. Ist noch der Kühlschrank voll, die war nämlich letztes Mal, der Gefrierfach ist voll, die war nämlich letztes Mal im Angebot für 1 Euro. Und dann haben wir ein paar mitgenommen und das ist jetzt ein guter Moment, dass er dich jetzt heute zu essen bekommt, damit ich mich halt schone. Ist halt auch nicht einfach, sich zu schonen als Mama. Ich habe das an meiner Schulter gemerkt. Der Schmerz ist erst komplett weggegangen, als wir im Urlaub waren, als wir unseren All-Inclusive-Urlaub hatten. Ich habe nichts getragen, ich habe nur gechillt, ich habe keine Wäsche gewaschen, ich war nicht einkaufen. Schultern ist dann, also wirklich gar nichts, ja. Und dann kannst du dich als Mama erholen. Ansonsten muss ja eingekauft werden, es muss gekocht werden, die Wäsche will hoch und runter getragen werden. Also eine 100%ige Entlastung funktioniert überhaupt nicht. Ist einfach null möglich. Außer wir fahren jetzt wieder in Urlaub. Dann wird wahrscheinlich der ganze Schmerz wie von alleine weggehen, weil der wirklich dann komplett entlastet ist, ne. Naja, ja, das ist jetzt so der aktuelle Stand. Wie gesagt, ich mache jetzt den Dominik zu essen, dann setze ich mich wieder auf die Couch, habe ein paar E-Mails beantwortet, habe ein bisschen Büroarbeit gemacht vom Handy aus auf der Couch. Und ja, jetzt gucke ich Sabrina Sternteil weiter. Ist immer schwierig, sowas zu gucken, wenn die Kinder halt da sind, sind extrem laut und wollen auch beschäftigt werden oder selber beanspruchen den Fernseher für sich und so weiter. Deswegen, ja, werde ich jetzt ein bisschen Me-Time genießen. Ich mache mir jetzt auch noch einen Tee. Und werde mich dann jetzt auf die Couch verkrümeln und wirklich gucken, dass ich mich schone.
Leute. Wir laufen. Wir fahren. Es ist so warm, Leute. Die beschweren sich alle, dass ich keinen Jacke anhab. Aber es ist unglaublich warm. Und wir waren mit Odin spazieren. Und ich war beim Training und beim Praktikum. Und jetzt fahren Bettler mir. Machst du ein YouTube? Lamia, machst du ein YouTube-Video, wie du Schleim machst? Ja. Lamia holt Schleimsachen, dann macht sie ein YouTube-Video, könnt ihr vorbeischauen. Die heißt Lamias Glitzerwelt und ich heiße Johanna Maria. Und deswegen gehen wir jetzt zu Action und zu Penny. Und ja. So, wir haben Natron. Hier. Das ist doch kein Natron. Doch, Natron. Das habe ich auch immer benutzt. Nein, das ist so Pulver. Und jetzt eigentlich noch Farbe, aber ich sehe hier gar keine Lebensmittelfarbe. Siehst du hier? So, wir sind im Auto. Wir waren jetzt überall. Lamia hat ihre Sachen geholt. Und wir machen gleich das Video von Lamia. Es ist einfach schon 7 Uhr und es ist immer noch so hell. Ich liebe das. Und mir ist so schlecht vom Shake, vom Proteinshake, den ich im Gym gemacht habe. Ja. Hast du gerülpst? Nein. Doch. Okay, 3, 2, 1. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Amias Glitzerwelt. Heute ist die Joanna dabei. Und wir machen heute zusammen Schleim. Schleim, ja. Soll ich mal sagen, was wir dazu brauchen oder sag du? Wir brauchen einmal Rasierschaum. Rasierschaum. Das haben wir von Action. Da haben wir einmal Kontaktlinsenlösung, auch von Action. Dann haben wir Natron von Penny. Farbe. Farbe von Penny. Und wir haben einfach zweimal Kleber genommen. Genau. Weißen. Und dann haben wir hier einfach noch. Zum Rühren. Ja. Okay. Ich glaube, erst Kleber, ne? Ja. Erstmal eine ganze Flasche, oder? Mhm. Wir machen erstmal eine ganze Flasche rein. Ich hoffe, das klappt mit diesem Kleber. Eigentlich wollten wir einen anderen nehmen. Aber den gab's nicht. Ja. Ich hoffe, das geht auch, weil ich habe gesehen, dass die im Video. Wir haben das nämlich gesehen. Ganze Flasche reingemacht. Ja, und einen durchsichtigen. Aber ich finde, früher habe ich das ja auch immer gemacht und ich finde weißen viel besser. Und ich hoffe, der ist gut. Ich probiere jetzt das neue Red Bull. Genau. Und ich mache aber dabei ein YouTube, also eine Story, deswegen gucke ich da hin. Aber ich freue mich richtig darauf. Ich habe so Bock. I'm richtig happy. Ich wollte das mir schon richtig lange haben. Und ich freue mich. Oh Gott. Okay. Los. Gut. Riechen. Oh ja, riecht nach blauem Wassereis. Aber ich trinke das mit einem Strohhalm. Aber ich bin gespannt. Irgendwie schmeckt es komplett geil. Ich würde nicht sagen, dass es nach Johannisbeere schmeckt. Ich würde sagen, das schmeckt eher nach... Wenn vom Wassereis das Blaue, dieser Saft da, sag ich mal, übrig bleibt. Aber schmeckt schon geil. Ich mag nicht alle Sommereditionen. Aber das schmeckt echt lecker. Boah, schmeckt echt lecker, Leute. Ich würde sagen, 8 bis 9 von 10 Sternen. Boah, das ist super. Das schmeckt mega. Boah, ich muss rübsen.